So, kaputt. Heilung. Da oben ist der andere. Okay, zwei nicht. Ja, schießt einer mit hinter uns mit dem Pfeil. Zickzack, 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 zickzack. So, du. Au. Kaputt. Sehr gut. Also. Verloren ist gut. Wieder zurückgeholt. Wir... Also da geht's nicht weiter. Deswegen wollten wir dich drehen. Da ist aber auch kein Weg weiter. Gucken wir mal. Drehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Jetzt müssen wir da hoch. Wow, ist unheimlich. Dann gehen wir hier hoch. Gehen auf die andere Seite und gucken, ob wir auf der anderen Seite irgendwo hoch können. Au. Heilung. Na, nicht die Heilung. Zwei Flaschen angeknackst. Wollt eigentlich, ne? Heilzauber. So. Geht's hier weiter? Da ist wieder so ein komisches Ding. Ja, ganz hinten ist ein Typen. Pfeil und Bogen. Hallo? Ich habe schon lange nicht mehr gekickt. Hier was? Ne. Da hinten ist eine Sackgasse, also springe ich jetzt hier. Was bringt mir das jetzt? Ich will jetzt nach oben. Wir haben gesehen, weder hier noch in einem anderen Bereich ist eine Leiter nach oben. Das heißt, wir könnten höchstens auf die Ebene da kommen. Also eine Ebene unter uns auf der anderen Seite. Wenn wir jetzt hier raufspringen und das Ding dann drehen. Was bringt uns das? Gar nichts, oder? Und der Fahrstuhl ist einfach nicht da, weil wir den Fahrstuhl schon hochgenommen haben und er nicht wieder runtergefahren ist. Das ist die ganze Erklärung für das komische Parallelweltenrätsel. Ist irgendwie mau. Weg. Weg. Okay, und da bin ich jetzt gleich wieder an der Stelle, wo ich sagte, dass wir hier noch nicht waren, weil Loot da lag. Also hätten wir das Ganze oben rumgelaufen sparen können, hätten gleich von vornherein. Nee, warte mal. Ja, wir sind da rum. Sind mit dem hoch. Sind über uns lang. Und sind da dann wieder runtergesprungen. Also wir haben nichts geschafft. Und hier ist immer noch kein Weitergang. Nö. Also der einzige Weg, den ich sehe, der aus der Kirche rausführt, außer die Kristallhöhle, ist der Weg zu dem Schuppenlosen selbst. Und das war der Fahrstuhl. Den können wir nicht nehmen. Außer, ne? Irgendwo ist ein Schalter, um ihn wieder runterzuholen, aber ich sehe da gerade nicht so wirklich was. Kardekus-Schild. Oh, apropos Schild. Dich töten wir mal. Du schießt uns schon viel zu lange in den Rücken. Ja, kriegst du einen schönen Sprungangriff. Oder sowas ähnliches. So, irgendwo schießt noch einer, das ist erstmal egal. Ich will das Kardekus-Schild angucken. Du? Dum, 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 dum. Kardekus-Schild. Wiegt wesentlich weniger. Hat ein bisschen mehr Magieresistenz, der Rest ist schlechter, die Haltung ist wesentlich schlechter. Mittelgroßer Schild aus Metall. Er ist mit einem blauen Kardekus, Kardekus, einem uralten Symbol verziert. Gewöhnlicher, verbreiteter Schild. Ah. Könnte wichtig sein bei dem Drachen vielleicht, dass das Symbol irgendeine Bedeutung hat. Keine Ahnung. So, hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Irgendwo ein Schalter versteckt.
Nicht da. Schade, ich dachte, ich komme hier irgendwie rum, dahin. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hoch. Lauf mal auf die andere Seite. Komm, geh weg, du. Lauf mal auf die andere Seite. Und versuchen da irgendwo runter zu springen oder runter zu gehen. Ich würde gern dahin, wo der Fahrstuhl vorher weggefahren ist. Und guck mich da einfach genau um, ob da nicht irgendwo ein Riesenschalter ist, den man einfach nur drücken muss. Und dann ist man unten. Ist er wieder unten und man kann hoch. So. Ding. Hallo, du Bogenschütze. Oh, da ist eine Kiste. Auf dem Bücherregal. Wie kommt man denn da hin? Oh, man muss... man muss das Ding drehen und im richtigen Moment wegspringen. Das ist auch interessant. Aber ich bin schon gespannt, was da drin wäre. Und noch so ein Schild. Ja gut, gucken wir erstmal nach dem Schalter. Wenn wir da nichts finden, können wir gucken, da irgendwie hinzukommen zu der Kiste. Weg. 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 Boah, 4 Schläge. Plus 15 Streitkolben wäre echt toll. Das wäre echt, echt toll. Du bist stinkig, ja? Ja, porte dich mal weg. Trank. Der ist jetzt irgendwo nach oben geportet, wo uns erstmal egal sein kann. Wir wollen eh hier unten bleiben. Weg. Ja, da ist er, okay. So, hier unten. Also von da kamen wir her. Wir hatten auch letztes Mal... Ding... Wir sind letztes Mal hier durch, haben auch ihn bekämpft, er hat sich mehrmals weggeportet. Ich glaube, der Fahrstuhl war mir da gar nicht so sehr aufgefallen am Anfang. Wenn er überhaupt wirklich von hier unten losfährt und nicht irgendwo ganz oben. Was natürlich auch sein kann. Eventuell war der Fahrstuhl ganz oben. Deswegen finden wir jetzt oben nichts mehr und er fuhr dann noch weiter nach oben. Und kommt jetzt nicht mehr runter. Also weder auf die Stelle, wo er vorher war, da oben irgendwo, noch nach ganz unten. Ja, das ist komisch. Also es wäre jetzt gut zu wissen, ob in der Das tat weh. Ob in der Kristallhöhle ein Weg zum Schuppenlosen ist oder ob das was komplett anderes ist. Weil ich würde echt gerne versuchen, zumindest nochmal zu ihm zu kommen. Um zu gucken, ob er beim zweiten Mal ein Ding einfacher ist. Und wenn das dann nicht klappt, dann können wir uns gerne neue Gebieten umgucken. Ah, hier ist nix. Ja. Ne. Da sind nur noch mehr Skelette. Schade. Schade. Also ich denke, ich werde jetzt mich zum Leuchtfeuer zurück teleportieren, dann unten rumlaufen und in den Kristallhöhlen weitermachen. Oder war hier irgendwo ein Schalter? Es ist noch nicht so lange her, dass ich einen Fahrstuhl hochgenommen habe. Also für mich, nicht für euch. Wegen Aufnahme und so. Aber nee, ich glaube, da war nichts oben. Weg. Kaputt, so. Nö. Okay, also, Eishöhlen sind's. Da hinten ist eine Kiste, aber die ist schon auf. Also, Eishöhlen sind's. Da. Jo. Das heißt, hier lang. Links rum.
Dann Daumen. Ja, das sieht schon besser aus. Warum ist hier eine offene Truhe? Aha. Wusste ich doch, ich hätte niemals eine Truhe hier liegen lassen. Naja, doch, eventuell. Und hau. Au. Du bist ganz schön schnell für eine Truhe. So, gib mir Loot. Tollen Loot. Symbol der Gier. Verzaubertes Falchion. Das wird einfach nur ein Falchion sein, der Zaubererschaden macht. Ja, ist es. Ja, nichts Neues. Und das Symbol der Gier? Merkwürdige Puppe zerstört an, hey, Generalschlüssel. Nö, ist kein Schlüssel. Bist du ein Ring? Nein, dann ist es ein Gegenstand. Okay. Oh, die Seele sollten wir bei Zeit nochmal abgeben. Ich sehe kein Symbol der Gier. Roter Bocken, grüne Schall. Ah, es könnte ein Zauber sein. Chaoswelle, Feuerball. Wir haben inzwischen viel zu viele Zauber. Nee. Talisman. Irgendwas ist hier. Ah, da ist es. Symbol der Gier. Ist ein Helm? Einer Schatzkiste ähnelt der Monsterkopf. Dieser einstmalige Gott gilt als Schandsymbol eines vergessenen Clans, der verbannt wurde, da er der Sünde der Habgier schuldig war. Verbessert leicht die Seelenaufnahme und das Auffinden von Objekten. Man muss jedoch den Fluch in Kauf nehmen. Welchen Fluch? Ha, aber mehr Seelen klingt schon mal gut, wenn man grinden will. Irgendwo. Aber wollen wir jetzt hier nicht. Wir wollen ein neues Gebiet angucken. Da runter. Das heißt, wir werden jetzt heilen. Dann werden wir nur die töten, die uns im Weg stehen. Weil, na doch, die sind langsam. Relativ gesehen. Ich könnte sie einfach alle abhängen. Mal gucke ich mal. Könnten wir vielleicht später nachspeisen. Dass die mir alle folgen und ich auf irgendwelchen schmalen Stegen lang balancieren muss, aber. Oh, oh. Oder ich falle einfach jetzt schon runter und das Ganze ist vorbei. Warum? Ich würde gern. Ah, okay, okay, okay. Ja. So war das nicht geplant. Ihr dürft jetzt aber gerne alle runterfallen, während ich hier Haken schlage. Oh. Runterfallen wir jetzt toll. Einfach so Seelen plus unten rechts anzeigen. Ich habe keine Zeit, mich umzugucken. So, hier rum, darum, darum. Dich lassen wir da schön in Ruhe. Versuchen wir nicht, dich zu aggroen. Wenn das denn geht. Hier konnte man irgendwo runterrutschen. So. Und da. Also hier einfach geradeaus diesen Dingern da folgen. Das ist immer noch unheimlich. So. Und hier jetzt nicht runterfliegen. Wie auch immer ich das am besten anstelle. So denke ich. Dann rückwärts weg und dann schreiend weglaufen. Ja, schreiend weglaufen ist super. Hier könnten wir dich töten. Du bist. Oh oh. Ja, ja, schon mit dem Rücken zur Wand oder so. Oder dem wandähnlichen Objekt hier in der Nähe. Au. Das war eine andere Attacke. Die anderen von euch. Au, oh, 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 oh. Na, ich.
Ich wollte doch blocken drücken. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe. Ich mag das Gebiet hier nicht. Das hat nicht damit zu tun, dass ich dreimal an doofen Stellen gestorben bin.